Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier zu Far Cry 2 mit dem Blackbeard und dem wunderschönen AS-50 Scharfschützengewehr. Ach, es ist eine Augenweide. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Augenweide. Es ist mein neues Baby. Und ich bin froh, dass wir es haben. Ja, zunächst mal, bevor wir hier weiter durchstarten, schraube ich ein bisschen an einem Visier rum. Nein, zunächst mal möchte ich mich einmal dafür entschuldigen, dass gestern keine Folge kam. Ich habe es einfach nicht mehr hingekriegt. Ich habe es nicht mehr geschafft, noch eine Folge aufzunehmen, weil ich hatte gestern ziemlich viel Stress um die Ohren. Und ja, habe es leider nicht mehr geschafft. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass ich für gestern noch eine Folge habe. Aber, ja, dem war leider nicht so. Also musste gestern leider die Folge Far Cry 2 ausfallen. Und ich weiß auch, dass Assassin's Creed 3 in letzter Zeit ein bisschen unregelmäßig kam. Da werde ich auch wieder dran arbeiten, aber ich habe in letzter Zeit ziemlich viel um die Ohren, was das privat angeht und im Real Life quasi mit Arbeit und so weiter und so fort. Da habe ich nicht immer Zeit für noch schnell eine Folge aufzunehmen, die fertig zu machen und hochzuladen. Das heißt, es kann halt durchaus sein, dass man den Tag nichts kommt. Ich bitte diesen Umstand zu entschuldigen. Ich versuche es halt immer anzukündigen auf Twitter und auf Facebook. Falls ihr mir noch nicht folgt oder mich noch nicht geliked habt, Links sind unter der Videobeschreibung. Da kommt ihr zu meiner Facebook-Seite sowie zu meinem Twitter-Kanal und da bin ich eigentlich recht aktiv. Da erfahrt ihr immer das Neueste, was gerade ansteht und auch wenn ich wieder was Neues starte und mal schauen. Vielleicht kommt da demnächst was. Abwarten. Ich bin dann noch ein bisschen was am aushandeln und naja. Wie gesagt, aber das soll es erstmal so als kleines Vorwort gewesen sein. Wie gesagt, erstmal ein kleines Entschuldigung dafür und ja. Ich hoffe mal, dass ab jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger kommt. Ich werde mal zusehen, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber wie gesagt, ich kann nichts versprechen, denn auch Real Life ist gerade bei mir sehr stressig und Real Life geht dann natürlich vor, im Gegensatz zu dem hier. Und ja, deswegen, ich bitte doch um ein wenig Nachsicht, wenn dann da mal etwas nicht kommt. Aber wie gesagt, ich versuche halt trotzdem täglich irgendwie ein Video rauszubringen. Und naja, ich sag mal schauen, wie sich das alles entwickelt in nächster Zeit. Gut, was haben wir gemacht letzte Folge? Ich glaube genau, letzte Folge waren wir hier drüben, also da ganz links am Rand, oberhalb von dieser, von der Antenne da oben links, waren wir in diesem Urlaubsressort für unseren Kameraden bei Xiangyong Bai, oder wie der gleich schimpft, haben die ja irgendwie den Koffer zerstört. Und wir wollten ja jetzt dann hier rüber zu dem Waffenhändler und beim Waffenhändler die nächste Waffenmission starten. Können wir schon mal hier stehen, würde ich sagen. Zur Hauptmission müssen wir rein theoretisch zurück danach in die Stadt, da keine Ahnung wie das Ding sich schimpft da oben. Aber ich würde sagen, wir machen einfach ein bisschen hier so eine Nebenmission. Gucken wir erstmal hier den Waffenhändler, die Antennen nochmal fertig, so dass wir erstmal hier das Ganze drumherum alles abgefrühstückt haben und dann uns vollkommen auf die Hauptstory konzentrieren können. So. Einmal kurz noch Medizinvorrat aufstocken. Das habe ich nicht in der letzten Folge natürlich nicht gemacht, obwohl ich da noch groß von gequatscht habe. Und hallo, ich würde sagen, lassen Sie uns über das Geschäft reden. Folgendes. Sie wollen neuere Waffen, ich will neuere Waffen. Aus Südwesten kommt bald ein Konvoi. Wenn er sein Ziel nicht erreichen würde, wäre uns beiden gedient. Hm? Sie verstehen? Aus Südwesten also, okay, ja. Hallo? Gib mir die Hand. Sie sind eben ein Mann mit... So. Mission angenommen, sehr schön. Und dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal diesen Jeep. Schauen wir auf die Karte, wo wir denn da hin müssen. Wo fährt denn der? Der fährt da lang. Okay. Oha, das wird tricky. Na, mal schauen. Ich hoffe mal, wir kommen hier raus. Ja, doch, wir kommen hier raus. Sehr schön. So. Ja, fahren wir doch mal darüber und gucken, dass wir den Konvoi erreicht kriegen und ausgeschaltet kriegen. Schauen wir, wie gegen wir uns erwartet unterwegs. Stimmt einige, ich habe schon gesehen, dass wir da durch einige Gebiete durch müssen, die quasi von Feinden kontrolliert sind. Und die erste kommen sie ja schon wieder mit so einem kleinen hier entgegen. Aber mit denen machen wir natürlich kurz einen Prozess. Den links halten. Runter zu dieser kleinen Hütte möchten wir jetzt gerade mal nicht. Haben wir hier Feinde irgendwo?
mal auf das Fahrzeug hier. Wo sind wir denn hier? Was haben wir denn hier in der Nähe? Warte mal gerade. Ist das ein Safe House? Kann ja kein Safe House sein hier vorne, oder? Nee. Wir brennen so ein bisschen. Okay, wow. Augen nicht von der Straße nehmen im Straßenverkehr, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr Auto fahrt. Zum Beispiel konzentriert und nicht euch ablenken lassen. So viel ablenken lassen. Ich kann ganz schnell in die Hose gehen. So, wo sind wir denn jetzt? Hier da vorne nochmal ein Dingens. Okay, der müsste jetzt getroffen sein. Ich beobachte dich, ich kenne deine Schwäche. Deine Zeit ist um. Game over. Hat noch ein Fahrzeug? Uiuiuiuiuiuiui. Autsch, 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 Autsch. Was ist der wo? Aua. Von wo? Wieso sehe ich den nicht? Autsch. Autsch. Da ist er. So. Ich glaube, das war's doch jetzt, oder? So, ein bisschen Munition aufnehmen. Hier haben wir hier noch, da haben wir noch ein Medikit, sehr gut. Da kommt drüben, also kommt eine Spritze, wenn wir schon mal dabei sind. Nehmen wir das noch mit auf, so. Dann nehmen wir jetzt hier das Fahrzeug. Sehr schön. Ich hoffe mal, der fährt weiter seine Kreise, der Konvoi da drüben. Sonst jetzt schwierig werden, einzuholen. Autsch. Raus hier, raus, 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 raus. Aua. Diese blöden Mörser. Die mir so aus von dermaßen auf den Sender. Okay. Diese blöde Mörserstellung, die nervt ein wenig. Aber was soll's. Was haben wir denn hier? Was bist du denn für ein Posten? Was versteckt hier? Haben wir die Kästchen, das ist aber nicht das, was ich suche. Hier ist nichts. Hä? Bin ich jetzt blind oder blöd? Na, hier ist irgendwas explodiert. Ah, ja, ist klar. Nun gut. Mörser hat den Beschuss eingestellt. Gut,
Reparieren brauchen wir nicht. Also fahren wir jetzt einfach ganz geschwind weiter. Geradeaus mit Kreuzung. Das ignoriert einfach alles, was hier rechts neben uns ist. Was uns eventuell noch an den Kragen möchte. Mal rechts. Und hier vorne noch ein Safe House. Hier soll was sein. Ja, komm raus. Das ist mir klar, sehr schön. Und dann haben wir den nächsten. Oh, 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 wir haben hier einiges unterwegs. Ja. Hallo Freunde, ja, sehr gut. Auch ihr dürft jetzt mal ganz kurz hier mal ein bisschen die Klappe halten, danke. Alter Falter. Ja, lebt ihr doch noch. Mal auf. Nochmal ist es ganz einfach. Wir gehen mal auf die 2, genau, damit die 2, sehr schön. Da haben wir das. Sehr gut. Oh, der raucht ein bisschen. Wie man sagen, kurz reparieren. Und weiter geht's. Konvoi bewegt sich noch. Konvoi ist stehen geblieben. Okay, dann an der Kreuzung rechts halten an der nächsten. Alles klar. Gehen wir hin. Hier quasi, nee, ach, der. Hier links und dann die nächste rechts, alles klar. Und dann da vorne rechts halten, genau. Okay. Rechtshalten, ne? Ja, wunderbar. Haben wir da den nächsten Ort direkt immer, Hä, wo sind die alle? Ist ja niemand. Ist ja niemand. Doch, da laufen sie. So. Mir klingt das schwer nach einem Munitionslager, was er gerade in die Luft geht.
kurz die Frage, wo das war. Was hier drinne? Nein. Was hier draußen? Stimmt, oder? Irgendwo war das doch hier. Nur wo? Natürlich jetzt ärgerlich, dass es Munitionslager jetzt gegangen ist. War das hier? Nee. Das ist nur Müll. Wo sind sie, die leeren Holzkisten hier? Hier ist gerade mal gar nichts hier, wo das sein sollte, wo wir hätten sein können. Okay, egal. Hallo Konvoi. Tatsache, das ist der Konvoi. Na, so ein Glück. Braucht man die gar nicht hinterherfahren, können wir einfach ganz kurz hier, so. Zack. Warte mal ganz gut. Mal ein Stück zurücksetzen, hier, den besser treffen, damit ich besser auf den Motor rumschießen kann. So. So, das hätten wir. Und dann würde ich sagen, wenn wir gerade mal hier unten in der Ecke sind. Also das kann man nochmal beschießen. Von wem? Wie explodiert alles? Mann, treff den doch einfach. Ist da was? Mir reicht's. Hier beide erwischt? Ich weiß es nicht. Da liegt auf jeden Fall einer hinten drauf. Und ich würde sagen, hier da frisst. So. Ich würde das auch nochmal. So. Der hat ja nur den blöden Raketen hier vielleicht oben gehabt, ne? Ja, genau. War ja noch nie mal ein Scharfschütze. Noch nicht einmal mit einem Scharfschützengewehr hier. So, aber ich bin immer auf der Suche nach diesen blöden Kisten vor dem Munitionsdepot hier. Welche angeblich hier irgendwo stehen sollten.
Nein. Ja. Ja. Sehr schön. Gut, und dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier oben. Fahren wir mal darüber zu dem Waffenladen und gucken mal, was der von uns möchte, oder? Würde ich sagen, komm. Wir fahren jetzt einfach darüber zu dem Waffenladen und dann ist gut. Wir können unsere Waffen durchtauschen, Munition aufstocken und so weiter und so fort. So. Oh, der Spieler denkt auch die nächste Waffenhändlermission. Ich meine, wir haben ja sonst gerade nichts zu tun hier. Klar, wir können die Story-Mission weiterspielen, aber dafür sind wir gerade ein bisschen weit weg. Wir müssen hier erstmal ein bisschen hier in der Gegend umschauen. Ich wollte mich jetzt hier auf irgendwas anderes konzentrieren noch. Hilfe. So. Mann. Wo? Nein. Dann stellen wir den mal wieder auf. Packen wir schon wieder in Fahrtrichtung, so. So, perfekt. Gehen hier mal ganz kurz rein und nein, den nicht. Ich bin aber überlegen, ob ich mir die nicht einstecken sollte, wenn ich jetzt schon keine Schnellfeuerwaffe dabei habe. Also die schallgedämpfte Pistole gefällt mir eigentlich doch persönlich noch ein bisschen besser. Munition, Molotovs brauchen wir nicht, Granaten haben wir voll, sehr schön. Da würde ich sagen, gucken wir noch ganz kurz beim Waffenhändler vorbei. Mal schauen, was der für eine Aufgabe für uns hat. Munition brauchen wir jetzt gerade keine, da kriegen wir die USAS 12 und eine KLG Raketenwerfer. Okay. Ich würde sagen, wir speichern hier aber auch erst einmal wieder, zack. Haben wir immerhin schon 50% der Story durch. Dann wollen wir mal kurz schauen, was wir hier noch so Schönes haben. Können Sie falsche Mega kaufen? Die AR-16 können wir uns kaufen. Eaglewurm 15, eine Leuchtpistole. M249 Saw. Nicht Handbücher. Ja, die Reparaturverbesserung können wir, aber ich weiß ja nicht. Sprengstofftasche. Nö. Nein, brauchen wir jetzt gerade mal nichts. Hallo, mein Freund. Ich hätte da einen Vorschlag. Da hätten wir beide was davon. Diese moldawischen Bastarde. Denken, sie könnten einfach in das Haus eines Mannes marschieren und ihm sein Geschäft stehlen. Aus dem Westen kommt bald ein Konvoi mit Waffen. Stoppen Sie ihn, dann habe ich neue Ware für Sie. Okay. Ich liebe diesen Enthusiasten. Wo ist er? Fährt er da oben rum die ganze Zeit? Oder fährt er hier rund an der Antenne vorbei? Mir scheint, der fährt an der Antenne vorbei. Das heißt, für uns können wir hier die Straße zurückfahren. An der Kreuzung dann nach Norden. Also an der zweiten Kreuzung. Also eigentlich die dritte Kreuzung. Erst hier die erste Kreuzung rechts, dann links, dann wieder da oben links halten. Und dann halt quasi da oben anzukommen. An der Kreuzung. Ich glaube,
Das machen wir auch noch ganz schnell. Das machen wir noch. Komm, wir fahren jetzt einfach los. Dafür, dass wir gestern keine Folge kamen, mache ich das Video heute ein bisschen länger. Schon mal zwei Waffen in der Mission und als kleinen Ausgleich und Entschädigung. So. Ich sag mal, das hier links halten. Gleich schon da vorne an der Kreuzung angelangt. Autsch. Mission abgeschlossen, sehr schön. Hier noch kurz ein bisschen kaputt schießen und jetzt zurücksetzen. So. Das wäre das. Dann reparieren wir noch ganz kurz unseren Truck hier. Auch brauchen wir gar nicht reparieren. Sehr schön. Das hätten wir. Und dann... Wie gesagt, machen wir schon mal hier rüber auf den Weg Richtung Antenne. Und nehmen dann da noch gleich die nächste Mission an. Was? Hallo? Ich hab doch auf die AS-50 gewechselt. Was soll denn der Blödsinn? Ah, ich habe die falsche eingesteckt. Nein. Oh Mann. Ja, doch, ich habe die falsche eingesteckt. Dann müssen wir dann nochmal zu dem Waffenhändler. Ach, nö. Autsch. Dann prüfen wir mal kurz mit den Bedienungs hier ein bisschen rum. Wie steht denn der Baum noch? Warte mal. Nein. So nicht, meine Freunde. Von wo noch? Da. Da lebt ja noch einer. Sowas aber auch. Haben wir es jetzt mal hier? Seid ihr jetzt fertig oder wollt ihr noch mehr? Und
steht noch einer. Ich würde mal sagen, die haben genug. Was ist denn so ein Gebiet eigentlich? Dass eine ganze Horde Angreifer auf uns zukam. Post Office, okay. Aber wir wollen ja eh hier rüber. Dann können wir ganz schnell noch hier rüber zu dem, zu unserem Unterschlupf fahren. Da vorne die Hütte. Hier mal schnell rein und Munition aufstocken. Diese Medikamente hier, zack. So. Munition können wir ja noch nicht aufstocken, weil wir haben ja noch nichts an Munition. Da habe ich echt die falsche ausgewählt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber egal. Egal. Wir fahren jetzt auch zur Antenne rüber. Weichen einmal ganz schnell. Hier links, das heißt, hier ist ein Diamantenkoffer, wahrscheinlich hier links in den Hütten drin oder so. Erste Hütte, nein. Zweite Hütte, ja, sehr schön. Damit habe ich 103 von 221 Diamantenkoffer gefunden. Sehr schön. Gefällt mir. Und jetzt zurück zur Antenne. Ja, hey, da ist ein Ast im Weg. Ich bin ein Truck. Ich kann den Ast nicht umfahren. Nein, das geht nicht. What the fuck? Von wo? Wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen hier? Was ich ja persönlich immer ganz gut finde, ist die Tatsache, dass die Kugeln durchschlagen sind. Hat der jetzt überlebt oder was? Klar, der überlebt einen Kopfschuss. Bist du ein bisschen Wachposten? Ja, Tatsache ist ein Kontrollposten. Hey, hallo. Munitionsposten wenigstens hier? Oder Munitionskosten, sehr schön. Dabei wollte ich nur zu der Antenne gehen. So, dann nehmen wir noch die Antennenmission an, aber die Mission spielen wir dann in der nächsten Folge erst. Dann sind wir hier schon wieder bei halbe Stunde. Ja, doch. 34 Minuten. 37 Minuten, 36 Minuten, irgendwie sowas von den Dreh, fast 40 Minuten. Also und deswegen, der sollte auch reichen dann für heute. Wir haben die Gelegenheit zuzuschlagen. Gehen Sie zu der auf Ihrer Karte markierten Position und eliminieren Sie die Zielperson. Bei Erfolg wird die übliche Bezahlung in Rohdiamanten auf Ihr Konto transferiert. Alles klar, machen wir doch glatt, mein lieber Freund, aber allerdings in der nächsten Folge, wenn du da zustimmst, ja? Dafür müssen wir nicht wieder. Oh, zurück in die Hauptstadt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir dann auch den Abstecher unten an einem Waffenladen vorbei, tauschen dann nochmal kurz die AS-50 aus. Und ich würde sagen, wir nehmen dann die Schnellreisemöglichkeit in die Stadt. Gut, wir können jetzt auch natürlich mit dem Bötchen von unten fahren, aber ich weiß nicht. Deswegen, mit diesem wunderschönen Ausblick, wenn ich die Folge, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, nochmal sorry, dass gestern nichts kam. Aber, wie schon ganz am Anfang angemerkt, viel Stress und deswegen nicht über Zeit. Ich werde es versuchen, jetzt wieder als regelmäßig hinzubiegen und na, mal gucken, wie mir das gelingt. Also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, mir ist auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr morgen einschaltet, neue Folge Far Cry 2 mit mir, dem Blackbeard. Ich sage, gehabt euch wohl und bis dahin.